Heute geht es so ein bisschen um Portrait-Shooting, Business-Portrait-Shooting und vielleicht im Allgemeinen bin ich auch ganz gut. Du hast ja am Anfang so ein bisschen Sorge, ich bin noch so weit relativ am Anfang und ich habe noch nicht so viel hochwertiges Equipment oder sowas. Ich finde gerade, das ist sehr schön, auch für viele zu hören und für viele Neulinge, was man schon erreichen kann mit nicht dem höchst professionellsten Equipment für 10.000, 20.000 Euro Kamera und auch jetzt nicht mit 20 Jahren Erfahrung. Weil die meisten bringen ja nicht sofort 20 Jahre Erfahrung mit sich. Ne? Das ist, glaube ich, ganz schön für viele Leute mal zu sehen, was kann man so erreichen, auch als Beginner. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass du heute da bist. Und ja, erzähl mal gerne mal so ein paar Sätze über dich. Wer bist du und was machst du? Ja, genau. Also das stimmt schon. Ich wundere mich auch selber, wie das schnell jetzt alles vorangekommen ist. Ich freue mich auch mega. Wer bin ich, was mache ich und so weiter. Ich habe schon mein gefühlt ganzes Leben immer nach meiner Bestimmung gesucht. Also was heißt Bestimmung, auch nach einem Beruf gesucht, weil ich tatsächlich mehrere Sachen ausprobiert habe und es war immer nicht das Richtige. Ich habe immer nicht lange verweilt in jedem Beruf. Also ich habe ja auch studiert und dies und das gemacht und irgendwie war ich immer auf der Suche und ich habe jetzt endlich mal mich gefunden. Also ich freue mich so sehr und ja, also Die Fotografie. ja. Fotografie hast du gefunden. Was hast du Ja. studiert? Ich habe Erziehungswissenschaften studiert. Und nicht so deins. Du sagst, Fotografie ist cooler, ja? Ja, ich habe Erziehungswissenschaften studiert. Das war ja wirklich sehr viel von allem, aber nichts Großes. Und da hatte ich meine Probleme mit, irgendwie eine Richtung zu finden, was nun jetzt für Lehrerin ist zu wenig, für Erzieherin zu viel, für Bürofachangestellte war wieder auch zu wenig. Dann muss ich so zugeben, ich habe auch vor kurzem, jetzt vor einem Jahr, auch eine Ausbildung angefangen und der ist bald zu Ende. Da habe ich psychologische Berater und Burnout-Prävention gemacht. Ja, aber während dieser Ausbildung war ich in einem Kongress und da saß ich wie immer so kurz vor dem Anfang, wo alles dann noch so ein bisschen rumwimmelt und sah ich einer Fotografin zu, wie sie da einfach so rumspaziert und Bilder aufnimmt. Da habe ich noch zu einer Freundin, die neben mir gesessen hat, auch gesagt, oh, das würde ich gerne machen. Und die hat mich so angeguckt, mach doch einfach. Und das war mir so, wie so, ich hatte so einen Schüttelfrost gekriegt und da habe ich gedacht, ja, warum habe ich das nie gedacht? Das war immer in jedem Event, habe ich die Fotografen zugeschaut und mir gewünscht, also ich fand die Leute einfach nur cool. Also die Fotografen und Videografen sind einfach cool. Jetzt bist du auch cool. Jetzt bist du auch Fotografin. Jawohl. Ja, genau. Jetzt bin ich auch cool und tatsächlich. Also ab diesem Moment, also ich bin dann zurück nach Hause, habe dann Profil erstellt und dann habe ich angefangen. Also ich habe dann einfach angefangen, Fotos zu machen von Menschen, weil mich interessiert ja auch Fotos von Menschen zu machen und nicht von Blumen oder so. Ja, da habe ich angefangen, mit meinem Handy tatsächlich Fotos zu machen und hat sich dann schnell entwickelt und schnell habe ich Feedback bekommen, dass es toll ist, wo ich dann gedacht habe, ja, danke schön, das ist schön, freut mich. Aber fühlte mich noch nicht so richtig so als Fotografin und da habe das noch nie in den Mund genommen, das Wort von Fotografen. Habe dann immer so gesagt, ja, ich fange an, ich bin Hobbyfotografin oder was auch immer. Genau, dann habe ich mir so eine, dann habe ich gedacht, okay, jetzt, da war doch ein erster Auftrag und da habe ich gedacht, ich kann doch nicht mit meinem Handy hingehen und Geld dafür nehmen. Das wäre peinlich. Da habe ich
gedacht, ich muss eine Kamera mir besorgen. Das ist gut. Gut so, ja. Da gehen wir gleich drauf ein. Gemini hat eine Frage gestellt, ist sie, bist du Wassermann von Sternzeichen wahrscheinlich, ne? Nee, ich Bisschen. bin Widder. Okay, Jenny, warum fragst du, welche Sternzeichen? Willst du Monika besser kennenlernen? Ihr könnt euch später connecten, vielleicht sogar mal. wann war erstmal dieses Seminar, wo du das gesehen hast, wo du mit deiner Freundin gesprochen hast? Das war letztes Jahr im Juni. Ja, ist also noch nicht mal ganz ein Jahr. Und dann hast du quasi angefangen, mit deiner Handykamera zu fotografieren. Also ich persönlich muss auch sagen, so Handykameras, ne, und dann Fotograf zu sein, das finde ich auch ein bisschen abstrakt natürlich. Also letztendlich ist natürlich auch die Handykamera nur ein Werkzeug, da ist ja eine Kamera da drin und sieht ja natürlich auch beim Fotografen um das Auge, wie stelle ich was dar, ne? Also letztendlich kann man ja auch mit dem Handy schon gute Fotos machen, aber ich sehe das natürlich auch so, dass man sagt, okay, als professioneller Fotograf sollte man natürlich auch schon eine professionelle Kamera dann natürlich dann dementsprechend besitzen, weil wenn du jetzt, sag ich mal, Hochzeitsfotograf bist oder Imagefilm machst und dann bestellst da einen professionellen Fotografen, der kommt dann hin und hat dann sein iPhone 15 oder sowas aus der Tasche geholt, ist natürlich auch ein bisschen komisch, ne? Aber selbstverständlich, ne, es gibt mehr dazu als nur eine tolle Kamera, nur ein tolles Equipment, ne? Es geht ja um das Auge, um das richtig darzustellen. Wie hast du dir das dann beigebracht, die zu fotografieren? Bist du dann einfach Learning by Doing oder hast du bei YouTube dir viel angeschaut oder wie kam es dazu, dass du dir die Technik dann angeeignet hast nach dem Seminar? Du meinst jetzt mit meiner ersten Kamera, mit meiner echten Kamera? Ja. Ja, das habe ich tatsächlich selber. Ich wollte erstmal jemanden aufsuchen, der mir alles zeigen könnte, gerade mit meiner Kamera, weil ich habe auch in Videos, in YouTube immer so geschaut, dieses Dreieck und so weiter. Da habe ich immer nicht wirklich verstanden. Und ja, ich muss mal sagen, also ich muss dich wieder loben, weil dann habe ich dann für 1 € deinen Kurs genommen, Grundkurs. Sehr gut. Und dann habe ich deinen Kurs mir reingezogen. Das war so total kurz, knapp, aber sowas von verständlich. Ich habe irgendwie bei dem mir dann alles eingestellt, gecheckt und seitdem läuft. Jawohl, seitdem läuft, so muss das sein. Hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, dass du sogar schon den Videokurs damals geholt hast zum Kameragrundlage, ne? Also da habe ich ja Blende, ISO-Verschlusszeit, Belichtungsdreieck, Kamera generell, Spiegel, Reflex, ohne Spiegel, alles ein bisschen so erklärt. Schön, dass das auch so geholfen hat. Also das ist sehr schön, das freut mich doch. Dann hat sich die Arbeit gelohnt, so muss das sein. Ja, das tatsächlich. Und dann hat sich das irgendwie durch Erfahrung gezogen. Also jedes Mal dann so, wenn man jemanden fotografiert, dann hat man ja verschiedene Orte, verschiedene Belichtungen, dann lernt man etwas irgendwie. Und ja, natürlich, man hört ja auch nie auf zu lernen, aber so fürs Erste so passt. Sehr schön. Was hast du dir für eine Kamera als erstes geholt? Ja, lange habe ich überlegt, weil finanziell war das jetzt auch gar nicht dabei, dass ich da etwas Großartiges hole. Und dann habe ich mir keine Full-Frame-Kamera geholt, und zwar eine Sony 600, 6400. Ja, reicht auch für den Anfang vollkommen aus. Natürlich, wenn man, sag ich mal, langfristig immer das Beste rausholen will, eine Vollformatkamera, klar, größerer Sensor, mehr Bildqualität geht alles, ne? Aber ich sag mal so, mit einer guten APC-Kamera und so, das ist heutzutage alles, gerade für Social Media, für Webseiten, für die Kunden, gerade im Porträtbereich, die jetzt auf dem PC maximal sich anschauen, alles wunderbar. Und man kann natürlich mit der KI auch noch extrem viel mehr rausholen, wenn es so ein bisschen rauscht und sowas. Aber auch die heutigen APC-Kameras, ne, die sind sowas von gut schon. Also da kann man nicht großartig falsch machen. Wenn du schon mit dem Handy Bilder so gute Fotos gemacht hast, dann wirst du schon mit der guten APC-Kamera, professionelle Kamera schon sehr gute Aufnahmen machen. Und das sagen ja auch deine Kunden, ne? Also hast ja erstmal viel auch kostenfrei gemacht, um erstmal reinzukommen und so Erfahrungen zu sammeln und mittlerweile auch gute Aufträge reingeholt. Ich glaube, in den letzten 1, 2 Wochen allein schon 3 Stück oder sowas geht jetzt richtig ab. Und das kommt ja auch nur, weil die Leute sehen, dass deine Arbeit gut ist und deine Arbeit natürlich auch schätzen, ne? Das kommt ja nicht, weil sie sagen, ja, sie haben nichts Besseres zu tun, sondern die sehen ja deine Arbeit, sagen, das ist cool und natürlich auch sympathische Art und Weise, ne, dass sie sagen, hey, die Monika ist eine coole Socke, es macht Spaß mit ihr
Und ja, deswegen, ich glaube, du bist, kommst auch heute, glaube ich, vom Business Shooting heute, glaube ich, oder? Ja, genau, direkt. Also ich habe jetzt eine Stunde noch jetzt alles vorbereitet ein bisschen und ausgeruht und dann. Aber ich hatte eine Business-Shooting gehabt und ach, das war ja sehr schön. ja, und Ja, erzähl mal ein bisschen gern. Was habt ihr gemacht? Was war so die Anforderungen? Was wolltet ihr gerne haben? So einfach nur so normale Businessbilder mit verschiedenen Armen oder wie ist das so aufgebaut, das Shooting? Wir haben das natürlich so besprochen im Voraus, dass es geht ja ums Kosmetikstudio. Und die Kundin, die ist schon seit fast einem Jahr da am Arbeiten quasi. Sie hat das selbst aufgebaut, aber noch nie noch Fotos gemacht für die Webseite. Und das wollte sie jetzt gerne verbessern. Aber wir haben so eine Idee bekommen, dass wir auch schon gerne mal mit deinen Klienten Fotos machen. Das heißt, sie hatte auch extra ihre Freundin geholt. Dann hat sie angefangen, ihre Behandlung zu machen und dann haben wir erstmal jede Menge Fotos von Behandlung gemacht. Und danach dann so ein bisschen aus dem Studio, ein bisschen Porträts und ein bisschen da und da im Studio. Und ja, zum Abschluss haben wir dann noch ein bisschen paar Porträts gemacht, ja, woanders. Ist doch schön. Ja, guck, da kannst du eigentlich bei gute, das hat ja auch einen richtigen Mehrwert, ne? Weil die ist selbstständig, hat einen eigenen Laden. Aber wenn die halt online nur so schlechte Bilder hat, das ist natürlich doof für sie. Aber wenn sie jetzt professionelle Bilder von dir bekommt, das wertet natürlich auch ihre Arbeit. Gerade jetzt Kosmetik, ne, hat ja, ja, mit Schönheit und Präsenz zu tun und wenn natürlich dann die Leute auf die Webseite gehen, auch wenn, sag ich mal, sie gute Kosmetik macht, aber die Bilder scheiße sind, das sieht ja dann noch kacke aus. Ne? Aber wenn du es ordentlich bestsellst, gute Bilder machst, die Leute online dann die guten Fotos sehen, das ist ja für sie auch ein sehr, sehr großer Mehrwert. Ne? Also die wird sich da mega freuen, endlich mal gute professionelle Bilder zu haben. Ja, vor allem viele Menschen, die suchen zum Beispiel Kosmetik oder was anderes und dann schauen sie die Webseite und sie wollen ja erstmal sehen, mit welchem Mensch sie dann erstmal zu tun haben werden. Ja. Und wenn sie kaum Bild von denjenigen finden, dann ja, scrollen die weiter vielleicht, ne? Ja, klar. Und gerade jetzt Kosmetik, ne, das soll ja alles schön sein und wenn man da drauf geht, dann ist da so ein hässliches, belichtetes Bild, dann kann ja die beste Kosmetik ja auch schlecht aussehen bei schlechtem Licht, ne? Das muss alles schon gut fotografiert werden. Aber schön, dann hast du da gut Fotos gemacht. Wie lange hat so das ganze Shooting so gedauert? Ein, zwei Stunden oder? Drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Ja, da war schon ordentlich was mit dabei. Und ist sie da alleine? Hast du da sozusagen nur ein Porträt von ihr gemacht oder gab es da noch Mitarbeiter oder so? Nein, da war keine Mitarbeiter, aber da war eine Freundin, die eine Klientin gespielt hat. Ja. Und die beiden natürlich habe ich im Prozess fotografiert und ja, ich hatte ja auch meinen Laptop dabei, dass wir dann zum Schluss noch alle Bilder uns angeschaut haben gemeinsam. Das nimmt dann auch ein bisschen Zeit, aber das war dann schön zum Entspannen und ein bisschen so zum sich vorausfreuen. Ja, so. Schön. Ja, dann wird sie gute Fotos haben, das ist auch sehr schön, dann geht es halt auf jeden Fall fleißig weiter. Was für ein Objektiv nutzt du aktuell? Was hast du dafür das Business-Portrait-Shooting auch genommen? 50. 50 mm, ja. Also finde ich auch ganz gut, gerade zu beginnen mit 50 mm zu starten, weil hast du einen guten Allrounder, ne? Kannst du viel mit abdecken kannst du gut Porträts machen, kannst auch Räumlichkeiten, wenn es nicht zu eng ist, da gut aufnehmen. Ja. Und dann ist es auch schon mal für. Manchmal musste ich schon mich wirklich an der Wand kleben. Ja klar, langfristig macht dann natürlich 35 mm oder 24 mm für so Räumlichkeiten schon mehr Sinn, aber dann verzerrt natürlich auch viele sehr stark, ne? Ja, tatsächlich habe ich auch ein paar Mal 35 drauf getan, um zu sehen, ob das besser ist, also oder auch so das ganze Raum zu nehmen. Aber ja, irgendwie gefällt mir doch 50 irgendwie besser. Also da wirkt mir natürlich wohler. Ja, man muss, ist immer auch viel subjektiv, aber klar, ne, umso mehr du in dem beispiellichen Bereich stehst, umso mehr verzerrst du auch so das Bild und kann ja auch dann, sag ich mal, ein bisschen, klar sieht dann der Raum größer aus, aber kann trotzdem auch dann unschön wirken, ne, wenn, sag ich mal, es sehr stark verzerrt wird, ne? Ja. Dann, wie ist das aktuell dann mit der Bildbearbeitung? Du bist jetzt
Fotos sind fertig, du bist jetzt am Rechner, bearbeitest die. Was nutzt du aktuell für die Bildverarbeitung? Ich nutze Lightroom und Photoshop, beides. Okay. Das habe ich auch mir natürlich alles aneignen müssen. Aber also es gibt da natürlich extremst viel. Jetzt habe ich nur so für mich rausgefunden, was für mich wichtig ist und das Allerwichtigste, dass ich mit meinen Bildern zufrieden bin. Und ja, das funktioniert ganz gut. Ich fange mit Lightroom an und dann eigentlich so tausche ich immer so. Ich fange in Lightroom, dann bearbeite ich das in Photoshop, dann schmeiße ich das wieder in Lightroom und dann so hin und her. So, ich mache das auch. Also ich habe auch erst Lightroom, dann Photoshop, dann wieder Lightroom. Ja. Bei mir primär, weil wenn ich dann in Lightroom die erste Bearbeitung mache und dann in Photoshop vielleicht ein paar Dinge entferne und Dutch Reburn finde ich auch schöner zu machen in Photoshop. Und dann, wenn ich dann wieder zu Lightroom gehe, sind die Einstellungen bei dem neuen Bild wieder zurückgesetzt. Dann kann man wieder neue Lightroom sozusagen dann von null auf bearbeiten. Das finde ich immer ganz schön. Und dann Genau. sozusagen die Bearbeitung bei mir auch komplett. Was sind so Einstellungen? Gibt es bei dir solche, die du immer machst, wo du sagst, okay, keine Ahnung, Hautretusche oder Augen oder Dutch and Burn oder sonstiges. Gibt es irgendwas, wo du besonders immer, was ein fester Bestandteil deines Workflows ist? Ja, also als erstes natürlich mache ich eine Maske in Mhm. Lightroom. Dann ich dann die Augen ein bisschen heller, also heller mache Mhm. und das Gesicht Preset mache für glattere Haut. Danach dann direkt in Photoshop. In Photoshop mache ich dann ja eben die Haut verbessern und so Dinge entfernen am besten und auch so verflüssigen. Ja, dann wieder zurück ins Lightroom, nochmal die Farbe anpassen, ja, und gegebenenfalls, wenn ich das dann da auch wieder was sehe, was dann in Photoshop so entfernt oder noch verbessert werden kann, dann mache ich das auch wieder zurück. Ja, ist ja schon, ist auch schon reichlich, ne? Also klar, es gibt ja immer mehr, ne? Also ich kenne auch einige Fotografen, die machen 3 Stunden an einem Porträtbild, ne? Aber ja, es ist natürlich auch extremer Aufwand, aber auch das schon alleine ist schon viel Aufwand. Wie machst du das mit dem Outletten in Photoshop? Ist das dieser Filter, den du verwendest, oder wie bearbeitest du das in Photoshop? Also das Glanz entfernen mache ich zum Beispiel mit Fläche fühlen. Okay. Also auch immer so ein bisschen so ein Spielsache. So. Also wenn dann mehr Prozent ist, dann plötzlich wird das verzogen und so, dann mache ich wieder rückgängig, dann mache ich weniger Prozent. Mit weniger Prozent klappt das meistens sehr gut. Und ja, dann mit dieser Pflastergeschichte und ich weiß noch nicht, wie das andere heißt, wo man so die Fläche auch so markiert und dann verzieht. Ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen, aber ist ja nicht so wichtig. Wenn du dann fertig mit den Bildern bist und später das dann deinen Kunden zuschickst, schickst du dann einfach einen Link oder wie schickst du dann anschließend deinen Kunden die Bilder zu? Ja, ich mache dann fertige Bilder in JPG und speichere die dann erstmal in meinen Ordner und dann speichere ich die bei mir in Google, wie heißt das? Google Drive. Ja, genau, Google Drive. Erstelle ich dort halt ein Ordner für den Kunden und dann schicke ich den Kunden den Link dazu. Dann kann sie als Beobachter das anschauen und herunterladen. Ja, finde ich super. Also gerade jetzt am Anfang, ne, es geht ja bei dir erst richtig los mit dem ganzen Geschäftsaufbau und so. Und ich finde es halt schön, dass auch vielleicht andere, die jetzt zusehen oder auch die Auszeichnungen sehen, dass man nicht immer die 10.000-Euro-Kamera braucht, dass man nicht immer irgendeine Online-Galerie braucht, um das zu schicken. Man braucht nicht einen USB-Stick aus Holz mit vergoldeten, keine Ahnung, Edelstahl oder dies oder jenes, ne? Weil viele Leute zerdenken sich das, machen dann immer irgendwie einen Perfektionismus und kommen dann nicht ins Handeln und haben nie Kunden. Und ich finde es lieber so wie bei dir halt schön, ne? Sobald die Qualität da ist, dass man sagt, okay, man geht erstmal in die Kundengewinnung jetzt, in den Geschäftsaufbau, weil die nächste Kamera wird kommen. Das nächste Software-Tool, um Google Drive abzusetzen, wird auch kommen. Ne? Man kann sich ja immer weiterentwickeln. Aber generell natürlich das Geschäft aufzubauen, Kundengewinnung, das hat erstmal Priorität, Vorrang.
Und man sieht ja auch gleich, dass es funktioniert, ne? Und das ist erstmal das Wichtige, erstmal Kunden zu gewinnen, die sind happy mit den Bildern und dann kann man ja immer noch die nächste Online-Galerie nehmen und so weiter und so fort. Bei uns, wir schicken auch viel bei den Produktfotos auch immer noch per Dropbox den Link. Klar, wenn ich jetzt manchmal Hochzeit mache oder langfristig Familienshootings oder Porträts oder sowas, dass man eine Online-Galerie machen kann, dass die Leute sich das online anschauen können, schön aufgelistet. Klar, kann alles schon Sinn machen, aber wenn viele Leute da draußen auch Beginner sind und gar keine Kunden haben, warum dann eine teure 10.000-Euro-Kamera, warum dann Online-Galerie und sowas? Wie willst du das schicken, wenn du keine Kunden hast? Ne? Also erstmal Geschäftsaufbau und dann kommt alles Weitere. Das finde ich auch so. Also ich meine, Hauptsache doch das Produkt am Ende. Ne? Also wenn du den als Kunden herunterladen kannst und dann hast du das, das ist dann im Prinzip nur so nachher, wenn man wirklich sowas von erfolgreich ist, dann kann man schöne Galerie machen, aber so geht das auch. Also. Ja, genau. Also sieht das so ein bisschen wie so ein Kochen. Ne? Also klar, mit besseren Töpfen und mit einem besseren Herd, klar kannst du schneller kochen, vielleicht geht es auch angenehmer, aber ich sag mal so, auch mit älteren Töpfen und mit einem älteren Herd kannst du so richtig leckeres Essen machen. Ne? Das kommt ja immer auf den Koch drauf an und hier ja auch. Und klar, und dann nach und nach holt man sich seine Traumküche, die Traumtöpfe und so weiter und so fort, aber es muss ja nicht alles irgendwie nur investieren, eine teuerste Kamera und dann hat man keine Kunden, das nützt ja auch nichts. Ne? Wie sieht das jetzt so deine Familie und Freunde, weil du bist ja jetzt, sag ich mal, schon stark in diese Fotografie rein, ist jetzt noch nicht so lange, ich sag mal so jetzt knapp ein Jahr und deine Familie und Freunde, vielleicht deine Eltern sagen auch, ja, jetzt du ein Studium gemacht und sowas und jetzt sagst du, du willst Fotografin werden. Wie sehen das deine Freunde und Familie? Ja, erstens, ich weiß noch, damals anfangs, direkt nach diesem Kongress, wo ich dann auch noch im Sommer, direkt im Juli, dann bei mir zu Hause war, bei Familie, da habe ich auch so irgendwas gesprochen. Da war dann so die Reaktion, aber also dann willst du jetzt Fotografen werden? Ich schon, ja, ich mag das nur für mein Hobby. Und dann war es okay. Aber irgendwann habe ich aufgehört zu sagen, dass ich das werden möchte, aber die haben es nur einfach immer gesehen, okay, also da läuft was, da passiert immer was in diese Richtung und ja, jetzt werde ich ja so richtig so gefeiert, also ja, richtig. Das ist doch schön, also wenn man auch Rückenwind bekommt von Freunden und Familie, gibt es da nichts Schöneres, ne? Aber zum Beispiel ja, letzte Woche habe ich ja mit Silvia Greens bei einer Kunde gesprochen, die macht ja auch Business-Porträts. Sie hat ja auch studiert, erst Jura, hat dann abgebrochen, weil sie das ja natürlich nicht so, Jura nicht so ihr Fall war. Und da haben die Eltern natürlich dann auch erstmal so, mein Kind eigentlich Jura studiert, jetzt will sie Fotografin werden und so, ne, dann ist natürlich so, fanden sie nicht so toll ganz am Anfang. Natürlich, jetzt ist sie stolz im Nachhinein, aber man will ja immer nur das Beste fürs Kind. Aber wenn man so überlegt, ja, studieren und jetzt macht sie einfach, sag ich mal, einfach Fotografie. Ob das dann so alles funktioniert und so, aber wenn du direkt so Rückhalt bekommen hast, ist ja schön, also ist ja nicht normal, also normal würde ich jetzt ja sagen, also schon ein bisschen Ausnahmezustand. Ja, meine Eltern und meine Familie, mein Mann, jetzt meine Tochter und meine Eltern, die sind ja von mir gewohnt, ich habe es wirklich, habe schon erwähnt, also ich habe sehr viele Sachen schon gemacht und probiert und das war immer. Aber ich habe ja alle abgebrochen, weil immer habe ich schon irgendwann gedacht, ich wäre so eine Scanner-Persönlichkeit oder so, dass ich dann nur alles anfange und dann irgendwann wird mir langweilig und dann schmeiße ich das und dann suche ich was Neues. Und tatsächlich bin ich noch nie so lange an einem Ding geblieben. Ja, ist doch schön. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch so. Ja, also das fühlt sich so danach an. Das ist schön, ja, weil man muss ja auch viele Sachen erstmal testen, um zu gucken, was gefällt einem nicht. Aber ich sag mal so, was ich durchweg bei allen sehe, die Fotografie und Filmbereich, das ist so, was die meisten catcht, auch viele, die einen anderen Hauptjob haben, die trotzdem die Fotografie nebenberuflich oder als Hobby machen, weil das ja was sehr Schönes ist. Und es ist ja auch, dadurch, dass man ja auch kreativ arbeiten kann, dass es ja auch viel Abwechslung ist, dass immer wieder ein anderer Kunde da ist, ein anderes Projekt, das man starten muss, hat es ja auch eine gewisse Abwechslung. Und das ist ja auch, sage ich mal, was auch so, was dann auch nicht langweilig wird. Ne? Man kann sich so ein bisschen ausleben, man kann kreativ arbeiten. Das ist, glaube ich, so auch das ganz Schöne.
Wobei wir jetzt auch dann hoffen, dass die Monika dann auch dabei bleibt, ne? Sehr gut. Was ist so, wenn wir jetzt so ein bisschen vorspulen, die Bereiche, wo du langfristig dich siehst? Ist das, sag ich mal, nur Porträt und Business-Porträts? Oder was sind so Bereiche, wo du dich auch noch so im Fotografie- und Filmbereich sehen würdest? Ja, es gibt noch einen Bereich, wo ich mich auch in Zukunft sehe, und das wäre dann Boudoir. Es geht mir darum, dass ich grundsätzlich eine Frauenfotografin sein möchte, weil ich eben auch durch meine Lebenslauf immer auch so Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und gemerkt habe, ja, so man muss ja auch irgendwann so merken, was man so ist. Und jetzt komme ich langsam so in diesen Moment, wo ich dann sage, ja, es ist schön, also ich bin eine Frau, ich sehe auch andere Frauen, und weil ich dann weiß, wodurch ich so zum Beispiel gegangen bin und wie sich das alles so verändern kann, wenn man Selbstwerte erhöht und wenn man sich selbst liebt und sich selbst akzeptiert, wie sich dann das anders fühlt, wie gut man sich fühlen kann, wie gelassen man dann so Leben führen kann, wie alles so leicht ist dadurch. Da habe ich gedacht, ich möchte gerne eben auch andere Frauen unterstützen, und dadurch möchte ich halt nur Frauenfotografin sein Frauen eben auch durch die Fotografie, durch diese Porträtfotografie, sei es dann auch Businessfotografie, aber es geht ja auch darum, dass die Frauen sind im Aufbau, und auch Boudoirfotografie, da wo man dann noch ein bisschen mehr Sinnlichkeit von sich entdecken kann, die Kundin, und dann kann sie eben wieder neu erblühen, sage ich mal. Das ist meine so ein Zukunft auch Wunsch, dass ich dann Porträt, Boudoir und Business auch, aber für Frauen. Das ich möchte gerne halt diese Mehrwerte für Frauen teilen. Das ist schön. Also können wir das auf jeden Fall als nächstes auch angehen. Gerade auch Boudoir-Bereich geht sehr gut ab. Ich weiß nicht, ob du die Interviews gesehen hast mit Victoria Schmidt oder mit Frank Inhoff. Ja. Bei Frank Inhoff war es ja zum Beispiel auch so, der hat ja auch nur T-Shootings gemacht vorher, bevor eine Zusammenarbeit gekommen ist. Und erst jetzt, seit der Zusammenarbeit, hat er wirklich bezahlte Aufträge auch genommen. Erstmal so, um erstmal reinzukommen, so für 150 Euro. Ne, weil er hat noch nie Geld genommen für Porträt- und Boudoir-Shootings. Und dann natürlich umso mehr, also Arbeit sehr, sehr gut. Und dann Stück für Stück dann natürlich durch Selbstwert selber auch, okay, die Kunden kaufen das, Preise erhöhten auf 200, 250, 300, 350, ne, Stück für Stück immer höher. Und bei ihm ist das natürlich auch sehr schwierig, sag ich mal, ein bisschen Vorurteil natürlich, ne, er ist ein Mann. Und ich sag mal, bei der Boudoir-Fotografie, ne, wenn ich jetzt, sag ich mal, eine Frau bin, möchte sinnliche Bilder von mir haben und erotische Bilder auch haben, dann ist natürlich, sag ich mal, für einen Mann schon schwierig, ne? Aber es läuft bei ihm extrem gut. Immer viele Anfragen, immer voll. Und es wird bei dir natürlich dann, gerade weil du natürlich auch eine Frau bist, viel einfacher für dich sein, ne? Weil so dieser Vorurteil, ne, vom Mann oder vielleicht auch diese Scham vom Mann, vielleicht auch vom fremden Mann das erste Mal beim Shooting oder sowas, dich so ein bisschen fallen zu lassen und auch so sinnlich zu sein, ist natürlich auch schwierig vielleicht für, sag ich mal, komplett Neulinge vor der Kamera. Aber es wird bei dir natürlich dann dementsprechend sehr einfach sein, weil du ja dann dementsprechend eine Frau bist. Aber es ist halt auch ein guter Mehrwert, ne? Weil viele Frauen ja auch vielleicht so ein bisschen was mit dem Selbstwert haben und dann vielleicht nicht so selbstbewusst sind. Und wenn die natürlich so ein richtig schönes Porträt-Shooting, Boudoir-Shooting von dir haben, was sie dann für dich privat auch sehr schön verwenden kann, also so verschenken an den Partner und so weiter und so fort, das ist ja auch was Tolles, was du dir ja auch dann ermöglicht, mal sich selber in einem sehr besonderen Licht mal selber zu sehen, anstatt nur so Handyfotos. Also die meisten haben ja gar kein richtig tolles Porträtbild von sich selber, ne? Ja. Also ich freue mich darauf. Das wird doch sehr, sehr schön werden. Dann kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Hast du dir mal so einen Livestream von mir komplett angesehen? Hast du schon mal so gehört, was für Fragen da so kommen?
Ja, jetzt, also nicht ganz, aber schon, ja, ein bisschen Ahnung habe ich Sehr, natürlich. sehr gut. Dann weiß ich ja schon mal, wissen, was kommt. Also du musst dich für eine Sache entscheiden. Es gibt nicht, ja, okay, wenn der Kunde das bezahlen würde, würde ich lieber das Ding, sondern in einer Welt, wo Geld und Kunden keine Rolle spielt. Das, was du selber am liebsten nehmen würdest. Fangen wir an. Tageslicht oder Kunstlicht? Also Blitz oder Softbox oder sowas. Soft. Ja, Kunstlicht? Was findest du an Kunstlicht besser als an Tageslicht? Also ich liebe diese Umrisse, Licht, wenn man das so erstellt, dass Softbox von hinten ist und aber so der Hintergrund ist eher dunkel. Also ich mag das einfach total gerne und gerade so für Porträts oder auch für Boudoir finde ich das total schön. Also draußen muss ich so sagen, nur eine Shooting gehabt bis jetzt. Und das war auch nicht so ganz gut geworden, weil das Licht war nicht gut. Das hat nicht geklappt. Ja. Da fehlt mir die Erfahrung noch dafür, wie ich das Kommt, die Erfahrung kommt mit der Zeit. Ne? Aber klar, mit Licht kann man natürlich auch viel mehr ja, selber dann einstellen und falls mal das Licht nicht so gut ist. Aber klar, ne? Ich kenne auch viele Fotografen wahrscheinlich, die sagen natürlich das Tageslicht, das einzig wahre Licht und so. Aber klar, wenn ich sage ich mal auch Boudoir-Shootings mache und dann vielleicht auch irgendwelche sinnlichen Bilder im Schlafzimmer oder so, da ist natürlich das Licht nicht immer oder das Fenster ist nicht groß genug, dass viel Tageslicht reinkommt. Und dann ist halt mit Kunstlicht zu arbeiten halt auch sehr schön. Ne? Ja, natürlich ist es aber auch schön, wenn zum Beispiel Sonne scheint und irgendwo Schatten fällt und dann da den Model platzieren und da die Bilder mit diesen Sonnenlichtschatten oder Sonnenlichtstrahlen. Das ist sehr schön. Ich habe auch ein paar Mal versucht, aber Natur, ja, will ja auch nicht immer. Ja, so wie bei uns jetzt. Ein richtiges Aprilwetter, Wochenende war richtig schön, Ja. richtig Sonnenschein und heute und gestern hat wieder angefangen zu regnen. Dann ist wieder 10 Minuten richtig Sonne, denkst, oh geil, kannst du gleich Kaffee trinken gehen und dann fängst du wieder an zu regnen. Na, also ja, Wetter macht schon wieder, was das will, ne? Ja, absolut. Dann schwarz-weiß oder Farbe? Warum? Was, ich dachte hier, so sinnliche Bilder, schwarz-weiß, so das gewisse Etwas, Interpretation. Ne, Schwarz-Weiß ist immer schön. Ich habe auch mehrere Bilder anfangs wo ich dann mit Handy angefangen habe, tatsächlich in Schwarz-Weiß gemacht oder dann umgewandelt in Schwarz-Weiß. Das fand ich schön. Aber also mit der Kamera, man fängt ja so viel auf und es ist einfach nur mega schade, das nur Schwarz-Weiß zu machen. Also ja, so anders kann ich das nicht erklären. Ich weiß es nicht. Das ist dann so mehr eindrucksvoll. Also natürlich, wenn die Kontrastbilder so schwarz-weiß, die sehen auch immer dann cool aus. Sehr, sehr cool. Aber trotzdem würde ich dann doch Farbe wählen. Sehr gut. Dann im Rohformat RAW aufnehmen oder JPEG? Raw. Sehr gut, hast gut gelernt aus dem Kurs. Gut aufgepasst. Ja, also man hat ja alles da, man kann ja alles dann variieren noch, ne? Also auch wenn man zu wenig oder zu viel belichtet hat, kann man ja das noch reparieren. Das ist das Gute daran, ne? Ja, ich kenne auch Einzelfälle, da macht es schon Sinn, mal in JPEG zu fotografieren. Sehr wenig, also bisher eigentlich jeder, mit dem ich hier gesprochen habe, sagt immer natürlich in RAW aufnehmen. Das macht ja auch, hast am meisten Informationen, das macht aber auch am meisten Sinn. Aber ein anderer Kunde von mir macht natürlich Straßenfotografie und fotografiert sehr viele Leute. Und dann nimmt er da ab und zu mal auch ein JPEG dann auf, weil es einfach schneller funktioniert. Ne? Und die JPEG-Dateien heutzutage bei den professionellen Kameras sind natürlich auch schon sehr gut. Und da kommt so ein bisschen Leistung bearbeitet nochmal hinten dran und dann kann man da schon sehr gute Fotos machen. Und in der Street-Fotografie sind Kundenwert natürlich auch nicht so hoch wie jetzt so ein richtiges Porträt-Shooting beziehungsweise so eine richtige Auftragsarbeit. Und da kann es natürlich auch noch ein bisschen durch die Schnelligkeit dann noch passieren. Ne? Aber klar, ne? Letztendlich mit einem RAW-Bild hat man mehr Möglichkeiten. Ja. Dann aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau. Aufwendiges Shooting ist jetzt, sag ich mal, vielleicht sowas wie heute mit dem Business-Porträt, ne? Vor Ort Licht einstellen mit dann auch noch einer Kundin. װ││ װ││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 ').
und so, dass man das alles so ein bisschen aufbaut. Und einfacher Aufbau wäre jetzt vielleicht sowas wie Outdoor-Shooting, ohne Kunstlicht, einfach hinstellen, Foto machen, fertig. Was machst du am liebsten? Also ich mag aufwendige Shooting. Also ich mag auch diesen Prozess alles vorzubereiten. Zum Beispiel jetzt hatte ich auch neulich auch ein Shooting bei mir zu Hause hier, also in meinem Homestudio. Dann mag ich so, ja, meine Rauchmaschine schon vorbereiten, das alles schon so einrichten und währenddessen auch noch, dann spürt man ja auch richtig so einen Shooting-Spaß. Also da kann man ja auch kurz drüber sprechen. Also du hast ja so ein eigenes Raumstudio gemacht. Was heißt das, dass du einen Raum schön für die Fotografie mit Hintergründen gemacht hast? Wie hast du das aufgebaut zu Hause? Ja, genau. Ich habe ein halbes Wohnzimmer genommen dafür. Ist ja ziemlich okay von der Größe groß. Dann habe ich natürlich diese schwarze Hinterwand von sich schon gehabt. Auf der anderen Seite habe ich dann einen hellen Hintergrund aufgehängt und ja, also genau. Also wie ist das dann? Dein Mann ist ja auch meistens ja dann zu Hause, sagst du dann, du gehst jetzt ins Schlafzimmer, kommst nicht mehr raus, in 2 Stunden sehen wir uns wieder oder wie machst du das dann mit ihm? Ja, einmal war so tatsächlich. Er dürfte wirklich nicht raus. Und wir haben auch noch oben geshootet. Also quasi, wir hatten hier im Beschlag genommen den Wohnzimmer, ganze Wohnzimmer, natürlich die Küche. Und dann hatten wir oben noch auch in eine Stelle geshootet. Und mein Mann musste dann halt in geschlossenem Büro bleiben. Ja, also es gibt natürlich Vor- und Nachteile. Klar, so ein externes Studio zu mieten, das ist natürlich schön, da hat man Zeit für sich, da muss man keine Abstriche machen, vielleicht auch mehr Platz und so. Auf der anderen Seite sind natürlich dann größere Kosten mit dem Studio verbunden. Aber ich habe beides gehört. Also ich habe auch viele Kunden, die haben nur ein Home-Studio und die lieben das, weil dann, ja, hast du alles zu Hause, musst dich weit fahren. Und auch viele Kunden sagen, das ist so ein bisschen entspannter, sage ich mal, und ein bisschen heimischer und ein bisschen lockerer. Kann natürlich aber auch andere verstehen, die sagen, hey, ich will so Arbeit und Privat getrennt haben und der Mann muss nicht im Schlafzimmer warten. Ne? Also es gibt so natürlich viele Pro und Contra. Da kann man ja gucken, was bei dir langfristig da am besten ist. Wenn es natürlich viel wird, dass man dann vielleicht ein externes Studio noch dazu nimmt, dann muss dein Mann nicht eingeschlossen im Arbeitszimmer arbeiten. Die Shootings, die finden bei mir dann sowieso meistens vormittags, also selten Wochenende. Das war das einzige einzige Ausnahme, wo das war Wochenende und deswegen war er da. Sonst ist ja die Bude frei und ja, passt ja eigentlich ja, schon. Aber ja, in Zukunft würde ich schon gerne so ein bisschen größer. Also ich stelle mir schon ein bisschen höhere Decken vor. Wo dann das natürlich auch anders rüberkommt, wenn man. Ja, sehr schön. Ja, klar. Also kann man alles machen, ne? Aber immer Stück für Stück, bevor wir jetzt in dieser kurzen Zeit schon bei mir jetzt schon nach oben geschossen sind, ne? Das wird ja noch viel weiter und noch viel schöner werden in der Zukunft. Dann, Foto oder Film? Foto. Warum? Hast du schon mal Film probiert? Ja, heute tatsächlich. Ich war direkt nach dem Shooting noch an eine Kirschblütenallee gefahren. Und da hat es dann so wegen Wind so schön geregnet mit diesen Kirschblüten. Und da habe ich dann versucht, Video zu machen mit meiner Kamera. Ich weiß es nicht, müsste ich mal nachher gucken, ob das funktioniert hat und wie das dann jetzt aussieht. Also, aber Einstellung habe ich dann so genommen wie die Kamera. Also gerade die Augen geschaut, das Licht hat gepasst und dann habe ich Video genommen. Mal gucken, wie das dann ist. Aber ja, Video, es ist etwas, was dann vielleicht so eben gerade nicht auf der Wand aufgehängt werden kann. Ja. Ja, muss man natürlich gucken, auch die Einstellungen sind natürlich anders bei Video als bei Foto, ne? Also man sagt ja immer so, doppelte Belichtungszeit anstatt von der Framerate. Also wenn du, sag ich mal, 25
hier Frames per Second aufnimmst, dass du dann 50er Belichtung oder 60er Belichtung dann nimmst bei 30. Also da gehört schon noch ein bisschen was dazu, um natürlich die Bewegung, wie wird die Bewegung aufgenommen, ist sie flüssig oder ist sie, sag ich mal, ein bisschen abgehackter oder so. Da gibt es so gewisse Möglichkeiten natürlich. Hat mir auch ein bisschen im Kurs schon erklärt. Aber man muss ja auch das mögen. Ne? Also es geht ja auch darum, dass man sagt, okay, mit der Kamera kann man ja auch vieles abbilden. Aber die Frage ist halt, möchte man das? Ne? Weil man muss es ja theoretisch nicht. Es gibt natürlich viele, die vieles anbieten. Ne? Also Foto und Film. Ne? Ist ja beides vollkommen in Ordnung. Aber wenn du sagst, das Foto ist schon was für dich was Besonderes, ne? Weil man kann es ausdrucken, man kann es aufhängen. Dann kann man ja auch bei Porträts, Boudoir-Porträts und Business-Porträts ja bleiben. Und dafür gibt es ja wie andere, die machen zum Beispiel nur Imagefilm, ne, und bleiben beim Imagefilm. Und muss ja jeder für sich entscheiden, was einem selber natürlich Spaß macht, ne? Ja. Also ich glaube, ich bleibe erstmal nur bei Foto, genau. Aber testen ist wichtig, ne? Sonst weiß man ja nicht, ob vielleicht gefällt es dir ja, ne? Also deswegen probieren, probieren. Und dann hinterher weißt du ja, ob dir das gefällt. Ja. Dann, mal angenommen, du hättest jetzt, oder stell dir mal vor, was dir am liebsten, wo du am liebsten shooten würdest, mal angenommen, ein Studio, Outdoor oder zu Hause. Wo würdest du in der Zukunft am liebsten fotografieren? Welches Studio? Ja, so ein externes Studio oder Home Studio? Also wenn es darum geht, ob das jetzt meine Home Studio oder gemietete Studio, würde ich dann am ehesten wählen, weil zu Hause habe ich ja auch schon mal gemacht. Es ist ein bisschen dann mühsam, um zu schauen, ob alles passt mit Belichtung, mit irgendwelchen Gegenständen oder ja, sonst noch was. Und wenn man dann schon so richtig schöne Bilder so machen möchte oder also Ergebnisse schön aussehen sollen, dann soll das ja auch schon irgendwie dafür geeignet sein. Weil in Home Studio kann man ja auch so machen, dass es trotzdem authentisch noch rüberkommt. Also es muss jetzt nicht unbedingt so, ja, weiße Hintergrund und ein Hocker und dann bei viele sagen dann, ja, ich möchte aber nicht ins Studio, weil das soll ja authentisch rüberkommen. Aber gerade so wie bei mir jetzt, wo ich dann erzählt habe, ja, wir haben dort gemacht, wir haben dort gemacht, wir haben sogar in der Küche Bilder gemacht und da sind ja auch authentische Bilder entstanden und aber da kann ich mich dann am besten und am schnellsten anpassen. Okay, sehr schön. Dann sind wir mit den Entweder-oder-Fragen durch. Nächster Punkt. Was meinst du, macht einen guten Fotografen, gute Fotografin aus? Oh ja, die Frage. was macht das? Ja, das ist wirklich jeder, also ich denke, jeder für sich hat ja eigenes Stil, eigene Auge, also wie der Fotograf oder Fotografin einfach Bilder sieht und Momente sieht. Also, aber ein guter Fotograf, glaube ich, soll ja auch immer auf Kunde eingehen, also den quasi auffangen und so ein bisschen mitfühlen, wie der Mensch so gegenüber jetzt sich fühlt. Er fühlte sich unwohl, dann sollte dann ein guter Fotograf das dementsprechend auch so selber irgendwie etwas machen, dass die Kunde so sich wohler fühlt und nicht einfach so trocken vielleicht weiter fotografieren oder gar nichts sagen. Das ist schon das menschliche Miteinander ist schon sehr wichtig, denke ich, bei Fotografie, damit auch beide Seiten sich wohlfühlen. Das ist sehr wichtig und ja, also.
Ja, also ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Und dann das andere, alles andere denke ich, also wie bei mir. Also ich wundere mich, wie schnell diese ganze technische Sachen doch schon irgendwie automatisch kommen. Und dann hast du ein gutes Produkt, dann hast du professionelle Bild, den du dann ausgeben kannst. Aber das so miteinander soll immer von Anfang an da sein. Erst gut, ja klar, Technik kann man sich immer aneignen, ne? Und auch Technik wird sich auch immer weiterentwickeln, aber wenn du mit dem Menschen nicht gut umgehen kannst und man sich halt persönlich nicht irgendwie nicht sympathisch ist und nicht versteht oder nicht auf den Kunden eingeht, dann nützt dir auch die beste Kamera, die beste Technik nicht. Also wenn die Leute dich nicht sympathisch finden, wenn du mit denen nicht klarkommst, dann buchen die dich halt nicht, ne? Dann, was ist die Fotografie für dich? Das ist ja jeder Augenblick irgendwie. Also egal was ich tue, so ich fahre Auto, ich fahre ab und zu denke ich, wie bin ich bis jetzt so richtig heile geblieben? Ich fahre Auto, oh ein Blatt oder oh ein Moment. Oh, ein Mensch, oder was machen die da? Oh, das wäre ein schönes Foto. Ja, ist doch schön. Also, da so wirklich so, du bist ja richtig da, ja, mit Herz und Seele in der Fotografie, ne, bei jedem Moment, ne? Ich habe auch tatsächlich so viele Jahre mein Mann, meine Tochter, auch jede, mit denen ich dann war, so genervt, weil ich war immer dabei am Fotografieren, also. Also einer raucht, Moment, ich fotografiere. Der trinkt, ich fotografiere. Der macht das, ich fotografiere. Lass mich in Ruhe, haben die immer gesagt. Aber am Ende, dann sieht man die Bilder und das ist dann auch, ja, schön. Ah, klar, also es sind ja Momente, die festgehalten werden von den Fotos, die aufgenommen werden. Und das ist ja das Wichtigste, ne? Und die meisten sind am Anfang natürlich so ein bisschen auch unbequem vor der Kamera, aber wenn sie dann auch die fertigen Bilder sehen, dann ja, sind sie halt auch so ein bisschen stolz und finden das auch cool, weil die meisten haben ja wirklich auch nicht tolle Bilder, ne? Die meisten haben ja wirklich nur irgendwelche Handybilder, Schnappschüsse. Und wenn die mal wirklich so ein richtig tolles, schönes, richtiges, aufgenommenes Foto haben, das ist ja auch toll anzusehen. Ja. Dann, was würdest du tun, wenn es die Fotografie nicht geben würde? In dem Sinne, was ich dann sonst arbeiten würde. Ja. Ja, da würde ich eben aber trotzdem was mit Menschen machen. Also, wie gesagt, da würde ich eben Beratung machen. Was war das? Also, das war ja Burnout-Prävention, hat sie gesagt. Dann wirst du wahrscheinlich schon so mit Leuten, die angehend in Richtung Burnout gehen, mit denen beraten und versuchen, sozusagen die Burnout abzuwenden, oder wie? Ja, das ist die Nebensache, also im Prinzip psychologische Beratung. Und es geht ja darum, dass man keine kranken Menschen berät, sondern Menschen, die in eine spezielle Lebenslage eine Beratung brauchen und zum Beispiel nicht mit Familie oder Freunden darüber reden können. Und langfristig möchte ich das auch sehr gerne verbinden mit meiner Fotografie. Und zwar stelle ich mir das so vor, wenn wir ins Voraus, also eben eine Beratung machen und dann davor vielleicht ein Fotoshooting machen mit Porträtbildern, um die Laune, um die Ausstrahlung einzufangen. Dann hat man so eine Besprechung, bearbeitet das Thema, bearbeitet man das Problem und anschließend oder auch am nächsten Tag oder nächste Woche macht man Fotoshooting danach, nachdem das Problem gelöst wurde. Und ja, im Prinzip vergleicht man diese Ausstrahlung von Menschen. Vielleicht ist er leichter oder weniger bedrückt in Fotos, also im Augen ist was geschehen und so weiter. Und das möchte ich gerne in Zukunft verbinden sogar. Ja, ist auch schön, dass du sozusagen den Mehrwert dann durch die Fotos machst und Selbstwertgefühl auch stärkst und
den Leuten dadurch mit dem besseren Fotos hilfst. Ja, also der Job ist mit Sicherheit auch wichtig und es gibt viele wichtige Jobs, aber es gibt natürlich auch einige, die gehen auch so ein bisschen auf die Psyche. Ne? Also wenn ich muss mir so ein bisschen das vorstellen, wenn ich jetzt immer mit Menschen spreche, die ein gewisses Problem haben und auch, sag ich mal, gewisse Probleme, die ja nicht mit Freunden, also wenn du nicht mal mit Freunden und Familien über dieses Problem sprechen kannst, dann sind das ja schon sehr schwerwiegende Probleme. Ne? Und dann sozusagen immer mit Leuten zu sprechen, die, sag ich mal, irgendwelche mentalen oder solche schweren Probleme haben, das macht ja auch was mit einem Menschen, wenn man ja immer diese Probleme von anderen hört und man nimmt das ja auch irgendwie teilweise auch vielleicht mal mit nach Hause und sowas. Mit Sicherheit auch wichtig, der Job, aber ich kann mir halt natürlich auch vorstellen, dass es einen vielleicht so ein bisschen mitnimmt. Und deswegen ist es vielleicht schon ganz schön, ganz gut, dass du bei der Fotografie jetzt letztendlich bist, wo dann vielleicht auch das Wissen, was du dort im Studium sowas gelernt hast, mit in die Fotografie bringst, um dort natürlich den Leuten einen tollen Moment zu ermöglichen und denen auch natürlich auch so weiterzuhelfen. Ja. Ja, das wird jetzt zur Zukunft zeigen, aber bei Fotografie ist das es ist noch sogar leichter, glaube ich. Also da muss man auch nicht großartig viel Probleme besprechen. Das löst sich dann plötzlich. Ja gut, so muss das sein. Dann habe ich soweit alles von meiner Seite aus durch. Gibt es von dir aus noch irgendwas, wo du sagst, hey, das ist noch wichtig oder haben wir nicht drüber gesprochen? Oder dieser Punkt ist noch sehr, hilft noch vielleicht. Gibt es da irgendwas, was da offen ist? Ja, jetzt auf dem Schnellen nicht, aber ich bin einfach so sehr, sehr, sehr gespannt auf Zukunft, was das alles bringt. Und ich bin mega, mega froh, dass ich auf jeden Fall bei dir in Mentoring bin, weil das hat mir auch sehr gebracht, muss ich schon sagen. Also ohne dich wäre ich jetzt nicht hier, wo ich gerade bin. Ich glaube nicht, dass es so zackig gegangen wäre. Das freut mich auch sehr zu hören. Das ist doch wie Musik in meine Ohren und dann macht doch mein Job hier auf jeden Fall auch dann dadurch natürlich mehr Spaß und sehe natürlich dann auch den Sinn dahinter. Das freut mich. Bist du gleich um 18 Uhr beim Coaching Call heute Abend dabei? Leider kann ich heute nicht. Ich habe noch ein wichtiges Webinar, den ich unbedingt besuchen muss. Kein Problem. Dann Donnerstag der nächste Call. Ja, dann bedanke ich mich jetzt herzlich natürlich für alle Leute, die gerade auf YouTube schauen. Ich verlinke mal hier das Interview. Geben wir mal, wenn wir bei Fotografie bleiben, vielleicht mit Frank Inhoff. Das war auch sehr spannend. Da könnt ihr so ein bisschen die männliche Seite mitbekommen im Fotografiebereich. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, liebe Monika, war ein sehr tolles Gespräch. Wünsche natürlich viel Erfolg heute und jetzt kannst du deinen Mann wieder aus dem Schlafzimmer holen. Jetzt darf er wieder raus. Der ist bestimmt eingesperrt. Den hast du gesagt, komm nicht raus, ich habe ein Live-Interview. Nicht, dass du durch Bild läufst. Nein. Gut, ich bin gerade nein, da. Ach so. Aber meine Tochter musste selber von der Schule heute kommen. Für sie habe ich die Tür da hinten offen gelassen und habe gesagt, so kommst du jetzt zu Fuß nach Hause heute. Dieser Bereich Wohnzimmer ist gesperrt, nicht krumm. Da habe ich Leid mit. Ja. Sehr gut, dann vielen lieben Dank und schönen Tag dir, ne? Ich danke dir auch, Edmund. Danke, ciao.